Hallo YouTuber und willkommen zum neuen Technik-Faultier-Video. Schaut mal, was ich hier in Händen halte. Das neue Samsung Galaxy A55 und das neue Samsung Galaxy A35. Die neue A-Reihe wurde jetzt vorgestellt. Ich hatte die Gelegenheit, schon mal ein bisschen damit rumzuspielen, mir alle Farben und Versionen anzugucken. Und nicht nur das, das neue A15 und A25 wurde auch schon gezeigt. Das hier ist das A25, fühlt sich nochmal ein bisschen mehr plastikmäßig an, hat aber einen Kopfhöreranschluss auf der Unterseite. Wir gehen jetzt eigentlich aber hauptsächlich die 35er und 55er Version durch. Ich habe die ganzen Specs, ich habe die Vorbestelleraktion, ich habe die Preise und damit starten wir auch direkt. Das A35 startet in der 6 GB RAM, 128 GB Version ab 380 Euro. Für 450 Euro gibt es dann 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Und das A55 startet in der 8 GB RAM, 128 GB Version ab 480 Euro. Und für 50 Euro mehr, also 530 Euro, gibt es dann die Speicherverdopplung auf 256 GB Speicherplatz. Beide Geräte kommen nach wie vor mit einer MicroSD-Speicherkarte. Und warum sollte man dann die größere Version greifen? Da hat Samsung eine Antwort, denn sie machen nur die Vorbestelleraktion mit Samsung Galaxy Buds FE bei den größeren Speicherversionen. Wer die dann, ich rechne ja immer gerne, wenn ich so eine Dreingabe kriege, die kriege ich ja problemlos für 50, 60, vielleicht auch 70 Euro verkauft, ne, dann habe ich den höheren Speicherpreis auch schon wieder reingeholt. Nur das im Hinterkopf zu behalten. Erste Einschätzung zum Preis. Auch wenn die Geräte 20 Euro günstiger geworden sind als die 54 und 34er Vorgänger, finde ich das ein bisschen immer auch noch hoch bepreist. Auch wenn man sich überlegt, dass Samsung dieses Jahr wieder versucht, Hersteller Nummer 1 zu werden und die A-Reihe nach wie vor die am meisten verkauften Geräte des Konzerns sind, ne, da müssen sie sich ein bisschen anstrengen. So, aber was haben wir denn hier bei den beiden ganzen Geräten? Wir haben bei beiden Geräten jetzt eine Glasrückseite, beim A55 ein Aluminiumrahmen, wirkt so leicht gebürstet, sieht man auf den ersten Blick, und beim 35er einen sehr gut gemachten Kunststoffrahmen. Also der fühlt sich sehr massiv an. Wenn ich ihn das erste Mal in die Hand nehme, habe ich da auch überlegt, ist das Kunststoff oder doch schon Alu? Haben sie gut gemacht. Bei den Kameras gibt es eigentlich gar nicht so einen Unterschied. Wir haben eine 50 Megapixel Hauptkamera, wir haben eine 8 Megapixel Weitwinkelkamera beim 35er, 12 Megapixel Weitwinkel beim 55er und jeweils eine 5 Megapixel Makrokamera. Wir haben eine 13 Megapixel Selfie-Kamera Punkt Notch hier beim 35er und ich eine 32 Zoll Megapixel Frontkamera beim 55er. Machen wir unter der Haube weiter. Ne? RAM hatten wir eben, Speicher auch, aber welche Prozessoren sind verbaut? Exynos bei beiden. Beim 35er setzt Samsung auf den Exynos 1380er. Den kennen wir ja aus dem 54er, aus dem letzten Jahr. Beim 55er nach dem 1380er folgt jetzt der 1480er. Machen wir auf der Frontseite weiter. Da gibt es einen großen Unterschied. Die ganzen Geräte 25er, 35er, 55er sind alles 6,63 Zoll Geräte mit 120 Hertz AMOLED-Displays. Sehr schön, schön designt. Ja, der Rand, der Rahmen könnte noch was dünner sein, aber auf der anderen Seite sind Geräte der A-Reihe. Unter der Haube bei beiden 5000 mAh Akkus, die 25 Watt kabelgebunden geladen werden. Nichts mit kabellos. Was, sage ich, ne, teilweise gerade beim 55er für den Preis vielleicht angemessen wäre und mit der Glasrückseite kein Problem da gewesen wäre. So, wir haben Stereo-Lautsprecher, wir haben Tastaturanordnung, beziehungsweise an der Seite gibt es jetzt eine leichte Auswölbung für die An- und Aus-Taste und die Lautstärkentaste, die ein bisschen mal wieder zu weit oben angebracht sind. Ne? Also an und aus komme ich mit als Links-Rechts-Händler dran, aber leiser und lauter zu weit oben angesetzt. Beide haben In-Display-Fingerabdruckscanner, 25er kommt dann wieder mit Fingerabdruckscanner an der Seite. Und wir haben jetzt auch zum allerersten Mal in der 30er-Reihe eSIM.
Das ist eine schöne Weiterentwicklung. Man sieht jedes Jahr, wie einige Features in mehr Geräte reinkommen. Letztes Jahr war das 54er das erste A-Gerät mit einem eSIM. Jetzt ist auch das 55er und dazu das 35er hat auch eine eSIM-Unterstützung. Farben sind mal wieder alle awesome. Ich glaube, hier dieses Glacier Blue oder sowas ist die, wie heißt es so schön, Signature Color. Ah nee, die hieß ja Icy Blue. Dann gibt es hier Gelb, was Lemon ist. Dann haben wir noch ein Lila und Navy. Navy ist der Name, sagt ein dunkles Blau, ne? Noch mal dunkler als beim 25er hier, geht fast in die schwarze Richtung. Lila und Gelb, sehr interessant, wenn da das Licht drauf fällt, haben die fast so ein Regenbogen-Farbverlaufmuster. Das haben Navy und Icy Blue nicht. Farblich muss ich sagen, das helle Icy Blue hat es mir diesmal am besten gefallen, vor allem, weil auch die Glasrückseiten eher fingerabdruckanfällig sind. Ne? Das fällt dann bei Icy Blue oder Awesome Icy Blue am wenigsten auf. Erster Eindruck, schöne Geräte, auch wenn sie jetzt eigentlich gefühlt wieder große Geräte sind, keine verschiedenen Größen, ein bisschen schade, ne? Aber Samsung guckt halt, was verkauft sich da am besten. Farblich habe ich gesagt, ich bleibe bei Icy Blue. Was die Dinger können, werde ich ausführlich testen, sobald ich Samples habe. Ich werde aber den Eindruck nicht los, dass die ruhigen 100er günstiger zum Startpreis hätten sein dürfen. Ich bin mir aber absolut sicher, so war es in den letzten Jahren immer bei der A-Reihe, da werden die Preise ziemlich schnell sinken. Und wenn wir dann so ein 55er für unter 400 sehen und das 35er für unter 300 dann sehen, dann wird es auch durchaus interessant im Vergleich zu, was weiß ich, Nothing Phone 2 Konkurrenz und was wir da von den ganzen Xiaomi Redmis und so am D-Markt haben. Ne? Ich hätte mir nur gewünscht, Samsung, was weiß ich, wie damals, was war das? Das A52, da hatten sie auch einen traumhaften Preis gemacht. Da war auf Samsung auf einmal Preis-Leistungs-Champion. Da sind sie hier leider ein bisschen von entfernt, aber wer weiß, ne? UVP ist das eine, die Marktpreise sind das andere und das viel Wichtigste ist, wie gut performen die Geräte. Erster Eindruck ist positiv, aber jetzt müssen sie auch zeigen, was sie können. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!